Schön, dass Sie das heute wieder geschafft haben. Wollen Sie mich mal anschauen? Schauen Sie mich an, komm. Ja. Haben Sie Ihre Übung in der letzten Woche gut geschafft? Wie war das für Sie in der letzten Woche? Sie haben ja wieder gearbeitet, vielleicht gestern sogar. Ja, ich habe heute. Wie war das für Sie? Am Wochenende gearbeitet im Kaufhaus. Diesmal saß ich in einem Rentierschlitten. Tierschlitten? Ja, genau. Und mir ging es ehrlich gesagt richtig, richtig mies. Ich krieg das jedes Jahr. Ja. Jedes Jahr von meiner Freundin. Jedes Jahr. Ein Hemd, ich sehe ein Hemd. Herr Hustedt, Sie sind hier, weil Sie Ihre Aggression in den Griff bekommen wollen. Ja. Sie sind hier, weil, sagen Sie es nochmal, bitte. Weil ich nicht ausrasten will wie letztes Jahr, weil da habe ich das gekriegt. Und dann. Was ist da passiert, Herr Hustedt? Aufgemacht. Ich das gesehen. Ich wusste schon das fünfte Mal in Folge. Ich hab gedacht, ich raste aus! Ich kann fliegen. Frau Vogel kann fliegen. Mhm. Das ist sehr interessant, Frau Vogel. Mein Onkel kann auch fliegen. Ich kann wirklich fliegen. Erzählen Sie doch mal was davon. Erzählen Sie, wie fühlt es sich an, das Fliegen? Frau Knobloch, wie geht es Ihnen? Gar nicht gut. Das sehe ich, das sehe ich. Das war so schrecklich. Ich kann nicht mal mehr aus dem Haus gehen. Warum nicht? Die haben direkt 1 Meter neben meiner Haustür haben die einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Einen Weihnachtsbaum? Ja. Sie sollten Tagebuch führen in der letzten Woche. Haben Sie das getan? Ja. Sehr, sehr gut. Haben Sie es auch mitgebracht? Cestelo Knigos im Bruchno. Ich war gerade dabei aufzuschreiben, dass ich ganz stolz auf mich war, weil ich nur 2 Kekse gegessen habe, aber die lagen halt noch in Reichweite, als ich es aufgeschrieben habe. Da habe ich gedacht, einer mehr schadet bestimmt nicht. Und dann wurden es halt irgendwann 5 und dann 20 und dann habe ich gekotzt. Da sieht man alles von oben und ich kann echt fliegen und das glauben mir die anderen nicht. Sie werden sich bemühen, jetzt nicht zu schreien. Das wäre schon ein sehr großer Fortschritt, Herr Hustedt. Ein sehr großer Fortschritt. So, Herr Hustedt, wollen Sie sich vielleicht einmal gerade hinsetzen? Sehr gut. Wollen Sie jetzt vielleicht einmal den Karton öffnen? Bitte sehr. Also, ich saß drin und die Kinder kamen vorbei und Mutti, guck doch mal, in dem Weihnachtsmannkostüm, da sitzt eine Frau. Hihi. Das sieht ja voll blöd aus. Der Weihnachtsmann, das ist doch keine Frau. Ja, ich würde es als sehr starkes Verlangen bezeichnen. Also, nochmal, was haben Sie da eigentlich? Und was haben Sie denn konkret gemacht gegen Ihre Ängste in der letzten Woche? Ich habe die Übung mit den Wörtern gemacht. Was für Wörter? Sagen Sie es bitte. Spaghetti, Lasagne. Bleiben Sie entspannt. Ich habe Ihnen heute Lametta mitgebracht. Nein. Können Sie denn auch Auto fahren? Ich flieg doch überall hin. Du führst doch nicht den Auto fahren. Früher war es halt einfach so. Ich war einfach die Jüngste in unserer Familie und meine 3 älteren Brüder. Ich musste alles einfach nur abtragen. Ich konnte nie ein schönes Kleid. Fliegen! Und ein. Und aus. Und ein letztes Mal ein. Und aus. Sehr gut, Herr Hustedt, sehr gut. Nicht noch einmal, ja. Bleiben Sie entspannt. Und Sie schaffen das. Nein. Ich bin. Nein, weg damit. Frau Knobloch, jetzt stehen Sie. Nein! Wir werden jetzt diesen Keks halbieren und die Hälfte davon in die Dose zurücklegen. Sehr, sehr gut, Herr Reichle. Sehr, sehr gut. Sie sind stolz, eine Frau zu sein, Frau Brecke, eine Weihnachtsfrau. Ich kann fliegen. Aber sehr gut, sehr gut. Kommen Sie aus Ihrer Ecke hervor, Frau Knobloch. Sie brauchen keine Angst. Bitte verlassen Sie mein Büro. Aber ich bin sehr, sehr enttäuscht. Frau. Enttäuscht.
Ich bin stolz, eine Weihnachtsfrau zu sein. Sehr gut, Frau Beck. Sie sind bereit. Ja. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Danke. Dankeschön. Der nächste, bitte.